Guckt euch mal bitte diese beiden Ausschnitte an. There is no escape. Don't make me destroy you. When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. Fällt euch was auf? All diese Szenen benutzen eine bestimmte Form des Cuts, den sogenannten L- bzw. J-Cut. Wir schauen uns den ersten Clip einfach nochmal etwas genauer an. There is no escape. Don't make me destroy you. Wir sehen, Darth Vader beginnt zu sprechen, bevor wir ihn überhaupt im Bild sehen können. So etwas nennt man einen J-Cut. Der Name kommt davon, dass, wenn wir uns das Ganze jetzt hier einfach mal in einem Schnittprogramm angucken, die Audiospur vor der Videospur beginnt und somit ein J formt. Im No Way Home Trailer können wir wieder das Gleiche sehen. Wir hören Dr. Strange, bevor wir ihn im Bild sehen. Ein L-Cut ist also das genaue Gegenteil, wenn die Videospur aufhört und der Clip weitergeht. Im Schnitt formt das dann halt ein L. Der Sinn dieser Cuts ist es, zwei Clips smooth zu verbinden, ohne irgendeinen merkbaren Übergang zu benutzen. Ihr könnt sie überall verwenden. Eine Situation, in der ihr sie zum Beispiel häufig seht, ist in Konversation. Ein Gespräch wirkt dadurch einfach viel, viel flüssiger und fühlt sich natürlicher an. That's fabulous. That's rich. What exactly do you mean? The message you left. By the way, Davis, how's Cynthia? You're still seeing her, right? Wait, Harold. Sie sind auch perfekt einsetzbar, um einen Film zu beginnen. Ihr seht also wieder, wir hören das Piepen, bevor wir den Shot sehen. Das gleiche funktioniert natürlich auch, um einen Film zu beenden. Till next time, this is your friendly neighborhood pool guy singing. I'm never gonna dance again the way I dance with you. J- und L-Cuts seht ihr also ständig. In jedem professionellen Videoprojekt, in jedem Film, was auch immer. Auch wenn sie euch halt meistens nicht auffallen. Weil man muss auch dazu sagen, ein J- bzw. L-Cut ist wirklich erst dann perfekt, wenn er nicht auffällt. J- und L-Cuts sind wirklich universell einsetzbar. Ich benutze sie zum Beispiel auch häufig in meinen Videos, um entweder B-Roll einzublenden oder auch einfach nur, um das Video zu beenden. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night.